Wie kann ich die heilende Nähe Jesu erfahren? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm, denn er heilte viele, sodass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Der heilige Augustinus erklärt uns, dass wir Jesus nicht mit unseren Händen berühren müssen, sondern mit unserem Glauben, wenn wir seine heilende Kraft in unserem Leben erfahren wollen. Doch wie gelingt es uns, Jesus mit dem Glauben zu berühren? Erstens ist es dazu wichtig, still zu werden und uns bewusst zu werden, Jesus ist jetzt hier. Er ist da. Und zweitens ist es dann wichtig für unsere Heilung, ob wir uns ihm dann ganz hingeben, seinem heiligen Willen oder nicht. Erstens, wir machen uns bewusst, Jesus ist jetzt hier. Er ist da. Ja, Jesus kommt an den See. Das heißt, in unser menschliches Elend. Jesus kommt in unser Galiläa, das heißt in unseren Alltag. Das Bewusstwerden der liebenden Gegenwart Jesu können wir einüben, wenn wir auf die wunderbare Natur, die Schöpfung Gottes schauen und unseren Schöpfer, der alles geschaffen hat, anbeten. Wir können uns auch vor ein Jesusbild hinsetzen und auf ihn schauen. Dabei vielleicht still das Jesusgebet verrichten und spüren. Ja, Jesus ist jetzt da, hier, bei mir. Oder wir können uns auf das Innewohnen Jesu in unserer Seele konzentrieren. Was ich sehr gerne tue. Es ist so schön, Jesus anzubeten, der in unserer Seele seit unserer heiligen Taufe gegenwärtig ist und dabei zu beten, Jesus, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Und dann folgt der zweite Schritt. Wir sagen, Jesus, was uns gerade quält, was uns Angst oder Sorge bereitet, traurig oder wütend macht. Und immer wieder darf ich voller Staunen feststellen, wie Jesus dann tatsächlich mit seiner göttlichen Allmacht in mein Leben eingreift und die schwersten und ausweglosesten Situationen löst. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der jetzt wirklich da ist, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, der Aufopferung der heiligen Messen, die heute gefeiert werden, und die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen und negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.